Mein Name ist Munzer Aziz. Ich bin 28 Jahre alt. Ich komme aus Syrien. Vor 3 Jahren bin ich nach Deutschland gekommen. Über offener Kanal hat mir ein Freund erzählt. Er wusste, dass ich Medienwissenschaft in Syrien studiert und ich habe ihm gesagt, dass ich musste praktisch hier machen und ich brauche praktische Erfahrung zu sammeln. Und er sagte, dann kannst du zu offener Kanal gehen und dort die praktische Erfahrung sammeln. Wenn ich ins offene Kanal gekommen bin, was mir am meisten gefallen ist, dass wenn ich Frage habe oder Hilfe brauche, sind alle hier dabei, die Hilfe zu bieten und dann meine Frage zu beantworten. Jetzt bin ich stolz, dass ich kann mit der Kamera arbeiten, ich kann schneiden. Bis jetzt habe ich ein paar Beiträge gemacht. Ich kann nicht sagen, dass ich fühle mich zu Hause hier in offener Kanal, aber ich fühle mich gut. Ich bin zufrieden. Ich habe viele neue Freundschaften gemacht. Jetzt, die Leute sehen mich wie eine Syrer, aber mich habe ich niemals als Syrer gesehen. Nicht, weil ich in Deutschland bin oder weil ich wie ein Deutscher mich fühle, sondern weil ich habe mich nicht wohl in Syrien gefühlt. Ich habe eigentlich keine Ängste. Ich habe Angst nur, dass etwas Schlimmes zu meiner Familie passiert. Meine Eltern wohnen noch in Syrien und wenn etwas passiert, kann ich überhaupt nicht helfen. Ich schäme mich nicht, wegen dass ich ein Flüchtling bin. Ich kann noch Witze darüber machen. Für mich ist es nur schlimm, wenn die Leute was gemein sagen. Wenn sie was rassistisch sagen, dann ist das nicht richtig. Ich glaube nicht an Gott. Ich glaube, dass es gibt zu viele schlimme Sachen in dieser Welt, die passieren jetzt. Und wenn Gott existiert, er sollte das nicht erlauben, er sollte das ändern. Oder er ist kein guter Gott. Es gab viele Änderungen in meinem Leben. Und wenn ich mal mein Land verlassen habe, wenn ich Syrien verlassen habe, habe ich mein Leben geändert, positiv geändert, hoffentlich. Mein Ziel ist, eine Arbeit in meinem Bereich zu finden, Medienbereich, Familien zu gründen und ein gutes Leben zu haben.